So, hallo und willkommen zu einem Video, wie man seinen Minecraft-Skin ändert. Und zwar so, dass ihn alle anderen Leute auch sehen. Und zwar nehmen wir uns hier auf der Seite www.minecraftskins.com einfach irgendeinen Skin, wie zum Beispiel jetzt hier den Pancake Man. Es kann jeder einzelne sein, man kann hier oben auch Skins suchen. Dann warten, kommt er dieses Gitter und das ist unser Pancake Man. Ja, wie kriegen wir den jetzt auf Minecraft? Ganz einfach, wir gehen auf Download to Computer. Dann haben wir hier unsere Skin-Datei. Dann gehen wir in Minecraft, loggen uns ein, das habe ich momentan schon gemacht. Gehen auf Profile. Datei auswählen. Dann wählen wir uns aus unter Downloads die raus, die wir haben wollen. Suchen wir einfach. Und da wären sie auch schon. Und ja. Wenn wir die Datei jetzt haben, dann erscheint dort normalerweise jetzt die Datei. Warte, ich mach das mal kurz. Ist da. Öffnen und dann haben wir hier unsere Skin-Datei und gehen auf Upload. Dann erscheint dort oben ihr Skin, also Upload. The skin has been changed. Take a couple of seconds for it to update. Und ja, das war's auch schon. Rennt ihr mit einem Skin durch die Gegend, den alle Leute sehen können in Minecraft.